einen schönen Adventstag vor allen Dingen wünsche ich euch. Ich werde euch etwas bieten, etwas Modernes und etwas Altes. Ich werde mich Plätzchen backen nach dem Rezept meiner Uroma. Das ist natürlich etwas Traditionelles für meine Familie, auch wenn die Plätzchen eher nach einfach nur nach Mehl schmecken, ehrlich gesagt. Und ich werde etwas Modernes nebenbei machen, wenn ich euch einen Weihnachtswitz erzähle. Ihr alle kennt, es gibt sehr, sehr viele Weihnachtslieder, ziemlich viele. Und es gibt natürlich vielleicht auch so ein paar Weihnachtsanekdoten, die in jeder Familie verschieden sind, die jedes Jahr wieder rausgeholt werden von Oma zum Beispiel. Ja, wisst ihr noch damals, als der kleine Gavin den Weihnachtsbaum umgestoßen hat und den Opa begraben hat mit dem Weihnachtsbaum und er dann leider sterben musste, weil die Weihnachtsbaumkugel sein Auge, seine Retina aufgeschlitzt hat. Wie dem auch sei. Und ich habe einen Witz entwickelt, den ihr halt auch an Heiligabend mit der Familie teilen könnt. Und ich hoffe, das wird zur Tradition. Es beginnt damit, dass der Weihnachtsmann zu einer Party, Weihnachtsparty eingeladen wurde, beziehungsweise gebucht, sagen wir mal gebucht. Und der Weihnachtsmann betritt dieses Büro. Es ist so ein klassisches Büro, wie man es aus dem Fernsehen kennt, ehrlich gesagt, weil ich war nie in einem richtigen Büro. Ich weiß gar nicht, wie es wirklich aussieht. Traurig, aber wahr. Graue Lamellen, Gardinen, ein grauer Teppich, hier und da ein paar Kaffeeflecken. Und in der Ecke sorgt der Kopierer für Wärme. Gut, es ist natürlich auch ein bisschen weihnachtlich dekoriert, gehört sich also bei einer Weihnachtsparty, denke ich mal. Und der Weihnachtsmann guckt sich eben so ein bisschen um. Ich weiß gar nicht, ob ich das rühren muss oder nicht. Egal. Der Weihnachtsmann guckt sich um und sieht halt, wer da so arbeitet im Büro. Und das verwirrt ihn sehr. Denn angestellt dort ist eine sehr bunte Truppe. Angefangen, er sieht den heiligen Petrus in der Ecke. Er sieht Philipp Rösler aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Peter Campbell von Batman ist da. Den erwartet man in einem Büro, das ist schon okay. Wer ist noch da? Das darf natürlich nie verkacken, weil ich will ja die Punchline nicht irgendwie. Ich will mich nicht den Witz erzählen, dann so, oh Scheiße, ich hätte vielleicht sagen müssen, dass der und der noch da war. Wer ist noch da? Rolf-Dieter Post, der Präsident von Universität Kassel, ist ein bisschen spezifisch. Und naja, es ist sehr viel Butter. Warum? Ich hätte als Kind viel, viel fetter sein müssen. Oder? Oh, was ist das? Und jetzt noch der gelbe Power Rangers. Nur der gelbe von denen. Es ist extrem wichtig jetzt für den Witz. Also ich kann jetzt nicht sagen, nur du bist der Pinke. Naja, der Weihnachtsmann fragt sich dann natürlich, was soll alles in der Welt habt ihr hier zu suchen? Also arbeitet ihr alle zusammen hier in diesem Büro? Und was ist das für ein Büro? Und dann, jetzt wird es erstaunlich, und dann sagt Pete Campbell, Weihnachtsmann, ziemlich guter Witz und ich höre mal eben auch kurz, um nochmal Tschüss zu sagen. Das braucht natürlich noch ein bisschen mehr Knete. Ich finde, das ist ein ziemlich guter Witz. Es ist ein ziemlich weihnachtlicher Witz, ist halt on topic. Es sind ein paar gut aktuelle Gestalten, aber mit ein bisschen Fantasie kann man das in 20 Jahren, wenn wir dann zur Tradition geworden ist, der Witz kann man da vielleicht ein bisschen was ändern. Der gelbe Power Ranger ist allerdings wichtig. Ich glaube nicht, dass man sich das gegen irgendwas ausdrücken kann. Gut. Ich packe dann noch ein bisschen weiter und wünsche euch frohe Weihnachten und noch einen schönen Tag.